Hallo, liebe Fans des KFC Uerdingen. Ich begrüße euch zum 29. Spieltag der Oberliga Niederrhein zum Auswärtsspiel unseres KFC Uerdingen bei der Germania aus Ratingen. Der KFC heute mit zwei Änderungen im Gegensatz zum Mittwoch. Hier die Mannschaftsaufstellung des KFC mit der 22 im Tor Ahmed Taner, mit der 5 Walid Sekur, mit der 6 Patrick Elgut, mit der 7 Danny Rankel, mit der 8 Fabio Farian, mit der 9 Takehiro Kubo, mit der 18 Tobias Gerstmann, mit der 19 nach der Sperre wieder dabei Amon Dravina, mit der 20 Chris Tecray, mit der 31 Pascal Schmidt und mit der 32 Timo Achenbach. Ja, es fehlen ganz im Kader Mo Idrissou und auch nicht im Kader heute Silvio Pagano. Das liegt nicht an einer Verletzung, sondern daran, dass er aufgrund einer Schiedsrichter-Beobachter-Beleidigung nach dem Spiel gegen Bocholt bis Saisonende gesperrt ist. Den werden wir also diese Saison nicht mehr sehen. So, der Anschluss ist erfolgt. Direkt ein erster Angriff der Ratinger mit einem Schuss vom 16er, den Taner erstmal parieren kann. Direkt vom Anschluss weg nach vorne. Rating mit viel Schwung aus den letzten drei Heimspielen. Alle drei gewonnen. Innerhalb einer Woche drei Heimspiele hintereinander gewonnen. Jetzt das vierte am Stück. Im neuen Stadion bisher ungeschlagen, seit zwei Wochen eröffnet. Die Ratinger haben sich also durch die englische Woche ein bisschen aus der Abstiegszone absetzen können. Sind jetzt 5 Punkte vor dem MSV Duisburg, zweite Mannschaft, der auf dem ersten Abstiegsplatz steht. Können die Punkte also immer noch gut gebrauchen. Lassen wir uns mal überraschen, wie es heute abgehen wird. Ja, Jerome Manka heute nur auf der Bank. Für ihn spielt Kubo und für Silvio Pagano haben wir Drevina im Kader. Die Mannschaft scheint sich erstmal ein bisschen finden zu müssen. Im Moment Ratingen wieder in der Offensive auf der rechten Seite. Versuch einer Flanke, abgeblockt von Sekur. Und es gibt die erste Ecke für die Germania aus Ratingen. Zweite Spielminute. Ja, hier befinden wir uns wieder auf so einer Bezirkssportanlage mit Leichtathletikbahn drumherum. Keine Balljungen, deswegen werden die Pausen heute wieder ein bisschen länger sein. Der Spieler von Ratingen jetzt weit hinterm Tor holt den Ball, kommt jetzt langsam zur Eckfahne getrabt. So, von der rechten Seite reingebracht auf den 5-Meter-Raum, Kubo mit dem Kopf erstmal raus. Versuch eines Nachschusses, Direktabnahme, landet aber auf der rechten Seite im Tor aus. Das war jetzt wieder ein technischer Leckerbissen. Sekur mit dem Einwurf auf Höhe des eigenen Strafraumecks. Lang die Linie lang, Rankel verlängert mit dem Kopf auf Schmidt. Der kann sich aber nicht gegen seinen Gegenspieler durchsetzen und Ratingen wieder im Ballbesitz. Ja, Rankel und Kubo in der Spitze. Schmidt links, Drevina, Farian. Jetzt der Versuch eines schnellen Einwurfs von Tecray, der aber dabei ausrutscht. Rechte Seite lange Einwurf in den Strafraum, Kopfballverlängerung von Kubo, den Versuch Rankel einzusetzen, da kann er nicht rankommen. Gerstmann auf der rechten Mittelfeldseite, Viererkette hinten, Sekur, Innenverteidiger, Elgut und Achenbach. Und rechter Verteidiger im Moment, Tecray, unsere Allzweckwaffe. Abstoß jetzt vom Ratinger Tor, ist dem Torwart schwer vor Unglück, kommt nur ungefähr 15 Meter weit. Drevina mit dem Kopf dazwischen, aber der Ball geht ins Tor aus. Ja, trauriger
Höhepunkt unserer Auswärtsspiele ist heute die Zuschauerresonanz aus Uerdingen. 10 Minuten vor dem Spiel habe ich mal durchgezählt, waren es 27. Jetzt dürften nochmal so 10, 15 dazugekommen sein. Also wenn wir 50 Leute hier haben heute aus Uerdingen, sind es viel. Auf der Tribüne tummeln sich auch nicht gerade die Menschen. Gehen wir mal von 200 bis 300 Zuschauern aus hier. Bis kurz vorm Spiel hat es hier noch kräftig gegraupelt. Jetzt ist die Sonne rausgekommen. Hackentrick. Jetzt von Farian auf Rankel. Der kommt zwar nicht an den Ball, aber der Schiedsrichter hat bei der Weiterleitung von Farian ein Foulspiel eines Ratingers gesehen und gibt jetzt Freistoß 10 Meter hinter der Mittellinie. Auf der linken Seite. Achenbach legt sich den Ball zurecht. Wird ihn jetzt lang in den Strafraum bringen. Kommt auf, ungefähr auf den Elfmeterpunkt. 3-4 Leute steigen hoch. Ein Ratinger kann den Ball mit dem Kopf aus dem Strafraum fördern. Versuch eines schnellen Gegenzugs wird von Farian auf Kosten eines Fouls gestoppt. Und so gibt es Freistoß für die Ratinger in der Mitte der Spielhälfte. Kapitän Denker jetzt kurz ausgeführt. Langer Ball auf die rechte Seite, versucht Penan einzusetzen, der gegen uns das Tor im Hinspiel gemacht hat. Penan und Keita Ruel, die beiden gefährlichsten Stürmer der Ratinger, der eine 9, der andere 6 Treffer. Und Penan hat uns im Hinspiel doch vor einige Schwierigkeiten gestellt. Der Gewinn des Balls im Mittelfeld von Drevina versucht den Pass auf Rankel, der kommt nicht an. Rating wesentlich präsenter. Jetzt ein langer Ball nach vorne auf Pinnern. Der kann aber den Ball nicht erreichen. Tana kommt raus und fängt den Ball ab. Schnell abgeworfen auf Elgut. Der Farian, der macht das Spiel jetzt erstmal wieder langsam und spielt den Ball wieder zurück zu Achenbach. 10 Meter in der eigenen Hälfte jetzt. Sikur auf Drevina, der versucht jetzt den Seitenwechsel über Farian, der nach rechts raus auf Thackray. Der weiß aber nicht, wo er den Ball hinspielt und spielt wieder zurück zu Elgut. Tja, im Sturm ganz wenig Bewegung, Kubo und Rankel stehen. Das Mittelfeld bietet sich auch nicht gerade an. Jetzt der Versuch eines langen Balls von Achenbach auf Rankel, der leitet mit dem Kopf weiter. Nach links zu Sikur, der kann den Ball flanken auf den Elfmeterpunkt, Kopfball von Rankel, aber der kann den Ball nicht mehr richtig drücken, da war kein Saft dahinter. Und Torwart Dennis Raschka von Ratingen hat keine Probleme, den Ball aufzunehmen. Langer Abschlag jetzt. Von Ratingen gestoppt, der Versuch, die rechte Seite einzusetzen, wird wieder von Farian durch einen Foul gestoppt. Nein, Drevina war es diesmal. Freistoß für Ratingen. Ungefähr 10 Meter hinter der Mittellinie in der Hälfte des KFC. Der Ball wird jetzt lange reingebracht, ungefähr auf den Elfmeterpunkt. Der KFC hat 10 Meter vor dem Strafraum Schluss gemacht. Steht auch keiner im Strafraum, der den Ball ankommt. Jetzt der Versuch eines Konters. Schön von Sikur auf Drevina, der macht den Seitenwechsel auf der rechten Seite, läuft Thackray mit. Läuft jetzt die Seitenlinie lang, Flanke auf den Strafraum in die Mitte, Kopfballabwehr von Ratingen. Und dann schlägt ein Ratinger den Ball in Seiten aus, ungefähr 10 Meter vor der rechten Eckfahne. Einwurf für den KFC durch Thackray. Florian Abel wird schon zum Warmmachen geschickt. Nicht, ob wir da eine Verletzung vorliegen haben. In der 8. Minute gibt es eigentlich noch keinen Grund, jemanden aufgrund seiner Leistung auszuwechseln. Kann aber auch nicht erkennen, wer irgendwie unrund läuft. Achenbach mit dem Versuch eines Diagonalballs, der landet aber im Ratinger Tor aus. Ja, im Hinspiel
dass wir 2-1 gewinnen konnten, kann ich mich noch gut daran erinnern. Spätes Tor von Achenbach in der 85. Minute, glaube ich, als er von hinten an mit vollem Lauf den Ball in der rechten unteren Ecke einnetzte, als schon keiner mehr damit gerechnet hat. Abschluss jetzt von Raschke zur Mittellinie, Kopfballverlängerung der Ratinger. Achenbach kann den Ball nicht wegschlagen, abgeblockt vom Ratinger, der jetzt alleine auf der rechten Seite durch ist. Kann jetzt eine Flanke reinbringen, aber Achenbach steht da, kann den Ball zur zweiten Ecke für Ratinger ablenken. Beschwert sich jetzt beim Schiedsrichter Assistenten, dass da ein Foul vorgelegen hat, da habe ich aber keins gesehen. Auch Alexiu wird jetzt zum Warmmachen geschickt. Ich hoffe, dass der Wind hier nicht allzu sehr stört. Jetzt zieht es wie Hechtsuppe. Das Wetter spielt auch ein bisschen verrückt. Wie gesagt, eben hat es noch gegraupelt, dann hat die Sonne geschienen. Jetzt zieht es sich wieder zu, es wird gleich wieder anfangen. Wieder ist der Ball weit im Aus. Keiner weiß, wo der ist. Muss wieder geholt werden. 10. Spielminute, 2. Ecke für Ratingen. Wird jetzt reingeballt auf den 5-Meter-Punkt. Da steht Ratinger ganz alleine. Wie hat er den denn daneben gemacht? Kopfball aus 3 Meter Entfernung. Links neben den Pfosten. Völlig unbedrängt steht er da im 5-Meter-Raum und kann nicken. Da war er, glaube ich, selber überrascht. Erste Riesenchance für Ratingen. Ja, da fragt man sich, wie bei einer Ecke jemand so alleine stehen kann. Da stimmen die Zuordnung nicht. Tana jetzt mit dem glücklichen Torabschlag. Weiter Ball auf Frankl. Er kann den Ball mit dem Kopf weiterleiten. Der zweite Ball gehört aber wieder einem Weißen. Ja, KFC ganz in Rot. Seku hat den Ball abgelaufen. Spielt jetzt auf Farian, der zurück zu Achenbach. Die bringen sich da selber in Bedrängnis. Nochmal zu Sikur weitergespielt. Und jetzt ist der Ball im Tor aus. Einwurf für Rating. Ja, der KFC spielt wieder zu langsam. Rating geht direkt drauf. Einwurf jetzt auf der rechten Seite. Farian lässt sich den Ball abnehmen. Und jetzt gibt es Abstoß vom Uerdinger Tor. Der Ball fliegt wieder weit hinters Tor. Tana auf dem Weg, den Ball zu holen. Ja, die ersten 10-12 Minuten sind jetzt gespielt. Uerdingen mit bisher keiner Torchance, keiner zwingenden Aktion, keiner schönen Kombination, wirken ein bisschen müde. Ratingen merkt man den Schwung der letzten 3 Spiele an, ist jetzt seit 6 Spielen ungeschlagen. Kann mit einem Sieg heute den Klassenerhalt so gut wie sicher machen. Abschlag jetzt von Tana. Wieder auf Rankel, der wieder mit dem Kopf verlängert. Auch Kubo verlängert nochmal und dann ist der Ball wieder in den Füßen eines Ratinger gelandet. Der schlägt den Ball direkt nach vorne rechts auf Pennern. Der versucht sich den Ball an der Linie vorzulegen, aber der Ball geht ins Tor aus. Und Walizikur läuft gemütlich zum Ball. Einwurf direkt abgefangen von den Ratingern. Erstmal zum Torwart zurückgespielt. Der kloppt den Ball direkt nach vorne, völlig planlos auf den Kopf von Patrick Elgut. Der aber genauso planlos nach vorne, wieder planlos zurückgeköpft von einem Ratinger. Und dann springt Keta Uel Elgut von hinten ins Kreuz und es gibt einen Freistoß in Höhe der Mittellinie. Elgut direkt auf Drevina, der passt nach links raus auf Achenbach, der mit einem schönen langen Ball die Linie runter auf Schmidt, der spielt auf Rankel und der wird laut Schiedsrichter gefoult. Es gibt einen Freistoß, ungefähr 10 Meter vor dem linken Strafraumeck der Ratinger.
sich den Ball jetzt zurecht. Läuft an, den wird er jetzt auf den 5-Meter-Raum ziehen. Flach. Keiner kommt an den Ball, wieder rausgeschlagen von einem Ratinger. Drevina am 16er kann den Ball abschneiden, schießt aber nicht aufs Tor. Flankt nochmal lang auf den 5er, da steht Kubo, kann den Ball aber nicht erreichen. Der Ball geht ins Tor aus. Keine Gefahr fürs Ratinger Tor. Verlängerung. Die wird von Achenbach abgefangen, nach vorne geschlagen. Kopfball der Ratinger ins Tor aus in Höhe der Mittellinie. Ballbesitz für den KFC. Einwurf von Sekur auf Schmidt, der lang auf Kubo, der dringt jetzt in den Strafraum ein, schießt mal aufs Tor, aber das war nur eine Rückgabe. Da lacht der Ratinger Torwart drüber. Schlag auf Keteruel, der kommt aber nicht an den Ball. Elgut kann den Ball mit dem Kopf nach vorne schlagen. Zweite Ball landet wieder beim Ratinger. Jetzt Sekur bringt sich da ein bisschen selber mit rings, kann sich aber gegen drei Gegenspieler durchsetzen. Spielt den Ball erstmal auf die rechte Seite zu Tekray, der verlängert weiter auf Gerstmann. Gerstmann auf Farian, der direkt zu Rankel, der leitet weiter auf Gerstmann, der die Linie entlang läuft. Ist durch, wird gelegt. Wird aber nicht gepfiffen, es gibt einen Eckstoß für den KFC von der rechten Seite. Sehr schöne Kombination. Ja, wenn wir schnell spielen, sind wir besser als andere. Das zeigen wir nur viel zu selten. Wenn Gerstmann da durchkommt. So, wir hatten wieder ein kleines Problem. Jetzt bin ich wieder online. Ecke für den KFC, die erste Ecke. Ausgeführt von Pascal Schmidt von der rechten Seite, kommt lang auf die hinteren 5 Meter rum, zu lang für alle, aber Achenbach steht, da kann den Ball nochmal reinbringen, abgeblockt von den Ratingern. Versuchen eine Ecke rauszuholen. Ist gescheitert, Einwurf für Ratingen. Kurz hinter der eigenen Eckfahne. Wie immer harmlose Standardsituation beim KFC. Jetzt der Einwurf, lang die Linie auf Penan, der versucht zu verlängern, aber da steht nur Achenbach und der holzt den Ball wieder in die Mitte des Spielfeldes. Runtergeholt von Rankel auf Drevina, der versucht direkt zu schießen, zweiter Versuch. Das waren mal locker 15 Meter neben das Tor. Chance bezeichnen. Abstoß vom Ratinger Gehäuse auf die rechte Seite rausgespielt. Spieler kann den Ball jetzt bis zur Mittellinie treiben, schlägt den Ball jetzt lang auf Keteruel, der steht alleine vor dem Torwart, aber der Schiedsrichterassistent hat abseits gewunken. Tanner war ja auch zur Stelle gewesen. Ja, bisher nicht viel Spektakuläres zu sehen hier. Viel Wind, wenig Fußball. Langer Abschlag von Tanner. Wieder abgefangen von Ratingen. Jetzt dazwischen gegangen von Gerstmann, der auf der rechten Seite durch ist. Ist jetzt schon auf Höhe des Strafraums, kann den Ball reinflanken auf den 5-Meter-Raum. Nein, trifft nur das Außennetz. Es gibt wieder Abstoß vom Ratinger Tor. Thank you.
Schuss jetzt von Raschke abgefangen. Von Sekur, der kann aber nicht auf einen Mitspieler spielen. Der Versuch schnell nach vorne von Rating landet wieder im Tor aus. Und Sekur wird den Ball jetzt knapp vor der eigenen Eckfahne einwerfen. Schiedsrichter übrigens für alle Verschwörungstheoretiker kommt heute aus Frintrop, also nicht aus Ratingen. Da haben wir heute nichts zu befürchten. Ja, ich habe das Spiel am Mittwoch nicht gesehen, aber so stelle ich es mir aufgrund des Radiokommentars vor, wie es gewesen ist. Viel Stückwerk. Der Ball kommt in die Mitte, dort steht ein Ratinger und holzt den Ball einfach nach vorne ins Oerdinger Tor aus. Tana jetzt mit dem Abschlag von der linken Seite seines Gehäuses. Die Ratinger stellen die kurzen Abspiele zu, sodass Tana gezwungen ist, den Ball nach vorne zu schlagen. Auf die linke Seite wieder auf Frankel, der versucht wieder zu verlängern, aber wieder landet der Ball bei einem Ratinger. Schneller Gegenzug jetzt über die rechte Seite, der Ball war beim Tor aus. Und es gibt Einwurf für Oerdingen. Sekur in Höhe der Mittellinie wirft den Ball zurück auf Elgut, der jetzt am eigenen Strafraum. Das ist alles viel zu langsam zu Drevina gepasst. Drevina versucht das Spiel jetzt schnell zu machen, nach rechts raus auf Tecray. Der mit einem langen Ball ins Nichts. Den kann der Ratinger Abwehrspieler nicht kontrollieren, aber Kubo kann kein Kapital draus schlagen. Bleibt an seinem Gegenspieler hängen. Und jetzt ist der Ball wieder im Tor, im Seitenaus. In Höhe der Mittellinie Einwurf für die ganz in Weiß spielenden Ratinger. Pressschlag jetzt im Mittelfeld, abgefangen von Schmidt. Schmidt spielt rüber zu Farian, der versucht Kubo einzusetzen. Der langt direkt weiter auf Rankel, aber Rankel steht im Abseits. Können wir uns langsam ein bisschen befreien, aber Dominanz sieht völlig anders aus. Torchancen, Mangelware. Langer Freistoß jetzt auf Keta Uel, der mit dem Kopf in den Strafraum rausgeschlagen von Achenbach. Kubo in der Mitte mit einer Kopfballverlängerung, da steht aber wieder keiner und wieder einfach nach vorne geschlagen von Rating in die Arme von Tana. Abwurf auf Elgut. Der wieder zu Drevina, der wieder zurück zu Elgut. Der wieder zu Drevina. Und schon stehen die Ratinger wieder mit ihren Reihen vor dem Strafraum. Alles zu. Achenbach versucht, Schmidt anzuspielen. Scheitert im Anschluss ein Foul eines Ratingers, der dafür die gelbe Karte erhält. Es gibt Freistoß für den KFC. Farian ist da gelegt worden. Ungefähr 10 Meter in der Ratinger Hälfte auf der linken Seite. Achenbach bei der Ausführung. Wird den Ball wieder lang in den Strafraum reinschlagen. Nein, spielt kurz die Linie lang zu Schmidt, der wieder zurück zu Achenbach. Jetzt kommt der Ball lang, der wird wieder in den Armen des Torhüters landen. Nein, der lässt den Ball fallen und danach wird er von einem Ratinger ins Seiten ausgeschlagen. Die erste Unsicherheit des Torhüters, den muss er eigentlich festhalten. Es gibt Einwurf, der den Ball wieder nach hinten auf Achenbach wirft, jetzt schon wieder an der Mittellinie. Elgut wieder nach links raus auf Sekur, der wieder zurück zu Achenbach. Rankel lang zu schicken, der jetzt im Strafraum ist. Aber der Ratinger Abwehrspieler kann den Ball zur Ecke lenken. Zweite Ecke für den KFC. In der 24. Spielminute. Der kommt jetzt von links, den wird auch Schmidt reintreten. Der Ball ist wieder weg. Brauchen wir erstmal einen neuen. Das dauert alles wesentlich länger hier. Pascal Schmidt jetzt kurz in den Strafraum auf Gerstmann, der versucht querzulegen und wieder ein Ratinger dazwischen. Es gibt Einwurf
kurz vor der Eckfahne auf der linken Seite. Sikur wirft den Ball wieder nach hinten zu Achenbach, der jetzt 10 Meter in der eigenen Hälfte quer auf Elgut und wieder zurück zu Achenbach, jetzt wieder die Linie lang auf Sikur, der steht jetzt an der eigenen Mittellinie und spielt den Ball wieder quer auf Elgut. Jetzt der Seitenwechsel, nein, jetzt ein kurzer Ball in die Mitte, Doppelpass, Elgut, Tecray auf die rechte Seite hinaus auf Gerstmann. Gerstmann versucht seinen Gegenspieler jetzt auszuspielen, bleibt aber hängen und spielt den Ball selber ins Aus. Einwurf für Ratingen auf der rechten Angriffsseite der Uerdinger. Abgetropft und lang nach vorne geschlagen, wieder abgefangen von den Uerdingern. Jetzt Missverständnis da. Da hat Elgut Glück, dass er einen Freistoß bekommt, sonst wären die Ratinger durch gewesen. Freistoß auf Höhe der Mittellinie. Elgut spielt kurz auf Trevina, der jetzt wieder links raus auf Achenbach. Der steht aber eigentlich gedeckt und muss den Ball sofort nach vorne schlagen. Ranke mit der Kopfballverlängerung auf die linke Seite. Da steht Elgut, der kann den Ball nicht richtig kontrollieren. Sikur, der kann den Ball nicht richtig kontrollieren, kriegt den Ball aber dann doch runter. Schön die Linie lang gespielt auf Kubo, der legt zurück zu Sikur, der jetzt quer und wieder zurück zu Sikur. Jetzt spielen wir den Ball wieder zurück. Machen immer den Ansatz, schnell zu spielen, aber direkt wieder das Tempo rausgenommen. Jetzt der Seitenwechsel nach rechts raus auf Gerstmann auf der rechten Seite. Nein, Tecray stand da richtig, stand da parat, kommt aber nicht ganz an den Ball ran, der war abgefälscht von einem Ratinger Fuß. Und das wäre jetzt Einwurf in Höhe der rechten Strafraumkante. Für den KFC haben Tecray lang auf Ranke. Ranke wieder zurück auf Tecray, der jetzt mit der Flanke auf den Elfmeterpunkt, da steht aber niemand. Kopfballabwehr der Ratinger ins Seiten aus. Wieder auf der linken Seite Sikur. Kubo kann aber nicht rankommen, ausgeschlagen. Ein Doppelpass mit Gerstmann, da wird Gerstmann gelegt. Und wieder ein Freistoß in der Mitte der haben wir da nicht. Ein Kubo, der ist ziemlich klein. Jetzt kommt wieder ein bisschen Sturm. Ich versuche mal mein Mikrofon ein bisschen zu verstecken. Freistoß kurz ausgeführt, zurückgespielt auf Achenbach. Und der spielt den Ball jetzt zurück zum Torwart. Tana wieder kurz auf Sikur. Jetzt kommen vier Leute auf Sikur zugelaufen. Er hat keine Anspielstation, muss wieder zum Torwart zurück. Und er spielt den Ball nach links raus ins Seitenaus. Mann. Tja, keine Anspielstation. Sikur musste zurück zum Torwart spielen. Und Tana wusste sich nicht anders zu helfen, als den Ball ins Seitenaus zu spielen. Ratinger wissen aber auch nichts mit dem Ball anzufangen. Es gibt Einwurf jetzt für den KFC in der 29. Minute. Farian direkt weitergeleitet auf Trevina, der versucht hier auf der linken Seite durchzusetzen. Er spielt jetzt lang auf Rankel, der kriegt den Ball ins Kreuz, hat den Ball aber immer noch. Setzt sich schön durch, spielt jetzt Schmidt an, auf der Strafraumgrenze angelangt. Er hat einen Gegenspieler, muss abbrechen, spielt jetzt zurück auf Sikur, der könnte flanken, legt sich den Ball vor, flankt in die Mitte, aber da steht nur ein Ratinger. Jetzt kommt es zum Konter. Langer Ball auf Carlos Penan, der läuft allein aufs Tor zu. Und der Schiedsrichter hat eine Abseitsposition gesehen von dem Passgeber, aber noch von Farian, glaube ich. Nee, Tecray war es, glaube ich, gefoult. Taktisches Foul, gelb für Tecray. Ja, das war aber ganz gut, dass er das unterbunden hat. Meiner Meinung nach stand Penan nicht im Abseits. So, jetzt wird es aber ruppig kalt hier. Manchmal
denkt man auch, man muss bekloppt sein, dass man sich das immer anguckt. Der Freistoß wird zurück zum Torwart gepasst. Martin auch mit ganz viel Zeit, jetzt lang nach vorne geschlagen. Wieder auf Keta Roel, der versucht den Ball zu verlängern, aber Achenbach schlägt jetzt dazwischen. In die Mitte runtergeholt. Schön zurückgespielt zu Techray und der schlägt den Ball jetzt einfach auf die rechte Seite ins Tor aus. Da stand weit und breit kein einziger. Ja, da fehlt Pagano. Rechte Seite Rotenhirsch und Pagano heute. Normalerweise unser Prunkstück, da kommt heute aber nicht viel. Der Zuschauer, der da an der hölzernen Fressbude steht, wenn ihr wollt, kommt gerne unter die Tribüne. Bei dem Wetter ist das ja furchtbar, da stehen zu bleiben. Schöne Geste des Ratinger Stadionsprechers, der jetzt die Uerdinger Fans auf die Tribüne einlädt. Hoffen wir mal nicht, dass Team Mettmann sich dadurch eingeladen fühlt, hier gleich wieder seine Aktion zu starten. Aber die Polizeipräsenz hält sich heute auf schweren Grenzen. Ich glaube, da haben wir heute mal nichts zu befürchten. Jetzt ein langer Ball auf die rechte Seite. Foulspiel des Ratingers an Sekur, jawohl. Es gibt Freistoß kurz vor der Eckfahne. Ja, da beschwert er sich beim Linienrichter. Da gibt es aber nichts zu beschweren. Ist Sekur von hinten in die Hacken gelaufen. Und jetzt wird es hier richtig ungemütlich. Es regnet in Strömen. Heftiger Sturm dabei, sodass der ganze Regen auch hier in die Tribüne zieht. Die Übertragung bleibt stabil. So, und da ist auch schon direkt wieder die Übertragung kurz ausgefallen. Heftiger Regenschauer jetzt hier, zieht kräftiger Regen übers Stadion. Der Wind bläst den Regen in die Tribüne. Mal gucken, ob hier unsere Unterlagen zusammenhalten. Der Laptop nicht wegfliegt. Einwurf von Sekur auf Höhe der Mittellinie. Jetzt Kubo läuft jetzt mit dem Ball quer. Ungefähr 5 Meter vor dem Strafraum. Gerstmann versucht auf der rechten Seite Techray zu schicken. Der hat aber nicht aufgepasst und der Ball landet im Tor aus. Oh, die 50 Uerdinger Fans sind jetzt auf der Tribüne angekommen. Machen wir ein bisschen Alarm. Ich weiß nicht, ob ihr sie hören könnt. Mann, jetzt wird es aber richtig ungemütlich hier. Abstoß vom Ratinger Tor. Es regnet so heftig, dass man kaum noch was erkennen kann. Hoher Ball jetzt im Mittelfeld, langer Ball nach vorne auf Pern, kann den Ball nicht kontrollieren. Elgut kann den Ball ablaufen und wird dann von den Ratingern gefoult. Freistoß. In der Mitte der eigenen Hälfte, ausgeführt von Elgut jetzt. Kurz zu Drevina. Der ist aber eigentlich gedeckt. Es sind wieder drei Leute, laufen jetzt wieder auf den ballführenden Spieler. Der wieder zurück zum Torwart und Tana spielt den Ball jetzt erstmal weit in die Ratinger Hälfte. Kopfballverlängerung. Zweite Ball wieder bei Rating. Sekur kann den Ball erobern, spielt jetzt kurz auf Drevina. Er spielt zwei seiner Gegenspieler aus. Schön in die Mitte gespielt, da kommt Gerstmann angelaufen und kurz bevor er frei vor dem Tor einsetzen kann, grätscht ein Ratinger Abwehrspieler den Ball noch zur Ecke. Dritte Ecke für den KFC. Vierunddreißigste Spielminute jetzt. Die Ecke wird wieder ausgeführt von Schmidt. Regnet immer noch in Strömen hier. Lang reingebracht. Wieder auf den hinteren 5-Meter-Raum. Da steht Gianni Rankel, springt unter den Ball durch. Kubo stoppt den Ball. Spielt jetzt links raus auf Achenbach. Der bringt den Ball nochmal rein. Rankel kann nicht rankommen. Und jetzt ist der Ball aus dem Strafraum raus. Gerstmann versucht den Ball in den Strafraum, aber macht nur eine Kerze. Abgelaufen von einem Ratinger. Und jetzt wird es gefährlich. Der Ball auf die linke Seite. Zum Glück kann Achenbach dazwischen laufen und zu Tana zurückspielen. Tana knallt den Ball jetzt wieder in die Ratinger Hälfte auf die linke Seite. Da steht Schmidt auf Höhe des Strafraumecks
spielt den Ball zurück zu Sikur. Sikur jetzt in die Mitte zu Drevina. Drevina vor drei Leuten mit einem schönen Seitenwechsel rüber raus auf Gerstmann. Der weiß aber jetzt nicht, wohin mit dem Ball. Versucht der Kran zu spielen und spielt den Ball ins dritten Seiten aus. Das hatten wir heute schon zwei, drei Mal. Also die Abstimmung zwischen den beiden ist noch nicht so, wie wir sie von Hirsch und Pagano kennen. Die beiden fehlen uns doch heute merklich. Spielerisch ist das heute mehr als dürftig. Jetzt Einwurf von Rating weit nach vorne geschlagen in die Würdinger Hälfte. Rausgeschlagen von Elgut. Jetzt ein schöner Pass in die Schnittstelle auf die linke Seite. Abgelaufen von Tecray. Zurück zu Tana gespielt, der versucht Farian einzusetzen. Der spielt zurück zu Tecray, der jetzt lang nach vorne. Denker mit dem Kopf dazwischen, da kann aber Schmidt wieder reinlaufen und der verliert den Ball wieder. Und jetzt auf die rechte Seite raus, auf Penan, der steht mindestens einen Meter im Abseits, aber jetzt steht er allein vor dem Tor. Schießt Tor, 1-0 für Rating. Klare Abseitsposition von Penan, meiner Meinung nach. Schiedsrichterassistent lässt laufen. Minute, 1-0 für die Germania aus Rating. Wieder war es Penan wie im Hinspiel. 35. Spielminute und Tor für Rating 0419. Und zwar hat sich heute unsere Nummer 9, Carlos Mena. Tja, Pass auf die rechte Seite. Für mich steht der Mann einen halben bis einen Meter im Abseits. Läuft alleine auf Tana zu und schiebt den Ball in die kurze Ecke. Tja, die letzten 20 Minuten war eigentlich der KFC ein bisschen bestimmender. Aber unverdient kann man das auch nicht benennen. Würding bisher ohne große Chance. Jetzt Elgut versucht Rankel einzusetzen, er steht aber im Abseits. Freistoß schnell ausgeführt von Rating, schön direkt auf die linke Seite rausgespielt. Da steht ein Ratinger ganz alleine, kommt auch an den Ball ran jetzt, wird nicht angegriffen, lang auf den Peter gestellt und 2-0, ein Herbst! Das kann nicht wahr sein, Achenbach mit einem ganz schlechten Stellungsspiel in der Mitte. Langer Ball auf die linke Seite, keiner läuft dorthin außer dem Ratinger Spieler. Der hat ewig Zeit und kann den Ball mit dem rechten Außenriss lang auf Pennern spielen. Achenbach steht falsch zum Ball und dahinter braucht Pennern nur noch den Fuß hinhalten. Und es steht 2-0 für die Germania aus Rating. Zwei Minuten später, 2-0 für Rating 0419 und wieder ist es unsere Nummer 9, Carlos Pennern. Ja, Pennern wird hier so richtig zum Uerdingen-Schreck. Drei Tore haben sie gegen den KFC die Saison erzielt, alle drei Tore. Carlos Pennern. Ja, das kann nicht wahr sein. Ja, mit dem Tempo, mit dem der KFC die Angriffe aufbaut, kann das nichts werden. Spielen sich hinten wieder die Bälle zu. Sikur jetzt auf der linken Seite. Mit einem viel zu harten Ball in die Spitze auf Rankel, den kann er niemals bekommen. Torwart Raschke nimmt den Ball auf, wirft jetzt ab. Jetzt gehen sie mit drei Mann mal drauf. Farian kann den Ball erobern. Ist jetzt im Ratinger Strafraum. Kann er den Ball reinbringen? Nein, es gibt Abstoß vom Ratinger Gehäuse. Schießt den Gegenspieler an, dann prallt er nochmal vor sein eigenes Schienbein und geht ins Tor aus. Tja, da muss sich Trainer Großkopf mächtig was einfallen lassen in der Pause. Nach vorne geht gar nichts. Rankel als einziger mit einer engagierten Vorstellung kommt viel an die langen Bälle ran, versucht abzulegen, aber da steht nie jemand, der die Bälle kriegen könnte. Zweite Ball meistens wie in den letzten Spielen beim Gegner. Abschluss jetzt mit dem Kopf von Farian in die Ratinger Hälfte gelegt. Jetzt ist ein Ratinger liegen geblieben bei diesem Zweikampf mit Farian. Muss behandelt werden. Tja, hat so ein bisschen den Charakter eines Freundschaftsspiels hier.
Zumindest das, was die Uerdinger zeigen. Ich würde euch gerne was Spannenderes erzählen. Ja, würde ich gerne was Spannenderes erzählen, aber hier passiert nicht viel. Ratingen kommt zu zwei geschenkten Toren. Besonders das zweite darf einfach so nicht passieren. Er hat die ganze Abwehr geschlafen. Es gibt jetzt einen Schiedsrichterball in der Mitte des Spielfeldes, weil der Schiedsrichter das Spiel aufgrund der Verletzung unterbrochen hatte. Fabian spielt den Ball fair zurück zum Ratinger Torwart. Rating weiter im Ballbesitz jetzt. Der Ball wird zurück zum Torwart gespielt. Er schlägt den Ball lang auf die linke Seite. Penan jetzt. Versucht gegen drei Leute sich durchzusetzen, klappt nicht ganz. Dann versucht er ein bisschen zu vehement an den Ball zu kommen und legt Trevina auf der linken Seite. Es gibt einen Freistoß für den KFC. Ja, man hat hier nicht das Gefühl, dass der KFC hier ein Tor schießen wird. Zu einfallslos präsentieren sie sich hier. Überhaupt kein Tempo. Quergeschiebe im Mittelfeld. Elgut jetzt auf Trevina. Trevina kurz zu Farian. Farian wieder zurück auf Elgut. Der spielt den Ball wieder quer auf Achenbach. Achenbach jetzt mit einem versuchten Diagonalball. Der wird natürlich direkt geblockt. Und es kommt direkt zum Gegenzug auf der rechten Seite. Jetzt wieder Penan ganz alleine. Spielt den Ball in die Mitte. Und der Ball ist wieder im... Nein, er verstolpert den Ball. Der Ratinger Mittelstürmer kann Tana umspielen und fällt dann über seine eigenen Füße, braucht den Ball nur noch ins leere Tor einzuschieben. Ja, haben die Uerdinger heute keine Lust. Das war eigentlich eine 5000-prozentige Chance. Es musste das 3:0 sein, dann ist das Spiel schon gelaufen hier. Dann können wir einpacken und nach Hause fahren. Da muss Großkopf aber mächtig mal auf den Putz hauen. Auch Achenbach macht heute einen sehr lustlosen Eindruck, muss ich sagen. Jetzt im Ballbesitz, spielt den Ball zu Elgut. Der bleibt wieder stehen und spielt quer auf Farian. Der versucht jetzt den Ball nach vorne auf Rankel. Dazwischen gegangen von den Ratingern. Penan kann sich gegen seinen Gegenspieler durchsetzen. Und Rankel hinten mit zurückgelaufen, grätscht den Ball ab. Der Einzige, dem ich heute keinen Vorwurf mache, jetzt Schmidt im Ballbesitz, von dem sieht man heute gar nichts. Elgut wieder nach rechts raus zu Techray. Der versucht jetzt Gerstmann mitzunehmen, kreuzt ihn dann, versucht sich auf der Linie anzubieten, wird aber nicht angespielt. Wieder Rückpass auf Trevina. Der auf Farian, der spielt direkt zu Kubo. Kubo verliert den Ball aber. Kann den Ball nicht stoppen. Und dann Ratinger aber fördert den Ball in der Mitte des Spielfeldes ins Seitenaus. Einwurf durch Elgut. Nein, gibt den Ball jetzt weiter an Techray. Er wirft den Ball jetzt kurz auf Rankel. Rankel kann die Bälle immer behaupten, weiß aber jetzt wieder nicht wohin, spielt zwei Gegenspieler aus, verliert den Ball dann. Aber der Schiedsrichter hat da einen Foul gesehen. Glücklicherweise, sonst hätten wir schon den nächsten schnellen Gegenzug gehabt. Farian schnell ausgeführt auf Trevina. Der spielt den Ball wieder quer zu Achenbach, der jetzt nach links raus auf Sikur, der steht 5 Meter vor der Eckfahne, spielt zurück zu Trevina. Trevina spielt seinen Gegenspieler aus, geht auf der linken Seite entlang, versucht zu flanken. Aber wieder nur vor ein Ratinger Abwehrbein. Keta Ruel jetzt dem Versuch, einen Konter einzuleiten. Der wird gefoult von Sekur. Und es gibt Freistoß für Ratingen. 5 Meter vor der Mittellinie, rechte Seite. Tja, in einer Minute haben wir Halbzeit. Ich muss euch sagen, ich bin froh, wenn wir Pause haben, weil das ist heute ein ganz langweiliger Sonntagskick. Ball wird jetzt beim Freistoß nur lang nach vorne geschlagen, der Ratinger Stürmer steht im Abseits. Es gibt den nächsten Freistoß, Achenbach spielt quer auf die rechte Seite zu Techray, der jetzt Gerstmann mitnimmt. Er steht an der Mittellinie und spielt den Ball wieder zurück auf Elgut. Elgut wieder quer auf Achenbach. Achenbach jetzt auf die linke Seite wieder zu Sikur. Der steht von zwei Spielern gedeckt, kann nur zurück zu Trevina spielen. Trevina weiß nicht wohin.
wird von drei Gratingern angegriffen, spielt jetzt kurz zu Sikur, der wird weder von zwei in Bedrängnis gebracht, dass er den Ball nur zum Torwart zurückspielen kann. Der Ball jetzt wieder in der Mitte unserer Hälfte bei Elgut, der spielt wieder quer zu Achenbach, der wieder mit dem üblichen Pass links raus auf Sikur und der läuft wieder üblicherweise zurück und spielt wieder zu Achenbach, der an der eigenen Mittellinie jetzt wieder quer rechts raus, lang auf Tecray. Der zurück auf Elgut. Jetzt bietet sich Kubo mal an. Er spielt zurück zu Farian. Farian mit einem langen Ball. Aber der Ratinger Torwart kommt raus und kann den Ball abfangen. Da war wieder keine Gefahr. Das ist total harmlos, was die Uerdinger heute anbieten. Und da ist der Ratinger Abwehrspieler in den eigenen Torwart reingerutscht. Und der hat sich dabei unglaublich wehgetan, großes Geschrei, beide liegen auf dem Rasen. Ja. Der Abwehrspieler scheint sich ein bisschen mehr wehgetan zu haben. Jetzt schmeißt sich der Torwart auch wieder auf den Boden. Tja, sieht mehr nach dem Versuch in die Pause zu kommen aus mit dem 2-0 hier. Bin aber auch froh, wenn die Pause dran ist, dann kann ich mich auch mal ein bisschen vertreten, weil es ist, entschuldigt den Ausdruck, arschkalt hier. Das Spiel sorgt auch nicht gerade dafür, dass man ein bisschen gewärmt wird. Immerhin hat der Regen sich wieder verzogen und die Sonne ist wieder rausgekommen. Typisches Aprilwetter hier heute. Tja, wenn der KFC so weiterspielt, kriegen wir eine Klatsche. Nicht zu sehen davon, dass sich hier einige Spieler anbieten wollen für die nächste Saison. Schmidt mit einer enttäuschenden Leistung. Achenbach wirkt total lustlos heute. Tecray auf der rechten Seite kaum zu sehen. Kubo geht völlig unter, verliert jeden Zweikampf. Einzig Danny Ranke für mich mit einer ansprechenden Leistung, mit viel Einsatz und Engagement. Hat aber leider keinen Partner, mit dem er da vorne irgendwas auf die Reihe kriegen könnte. So, beide sind wieder auf den Füßen. Als wenn ich es geahnt hätte, können sie weiterspielen. Der Ball jetzt im Ratinger Strafraum wird jetzt nach vorne geschlagen. Und dann wird es noch nicht lange dauern, bis der Schiedsrichter zum Pausentee bitten wird. Langer Ball auf Keta Ruel, der mit einer Kopfballverlängerung in die Füße von Achenbach. Der rüber raus auf Kubo, der schickt jetzt mal rechts Gerstmann die Linie lang, kann der Fahrt aufnehmen. Nein, er muss abbrechen. Gegen zwei Gegenspieler, Doppelpass jetzt mit Tecray. Und was soll ich sagen, Tecray spielt den Ball wieder ins Seitenhaus. Irgendwie die Laufwege der beiden scheinen nicht aufeinander abgestimmt zu sein. Dritter Versuch eines Doppelpasses auf der rechten Seite. Zum dritten Mal ins Seitenhaus gespielt. Einwurf für Ratingen. Kurz vor der eigenen Eckfahne. Linke Seite. Jetzt der Ball lang nach vorne geschlagen. Da steht aber kein Ratinger mehr. Achenbach in Höhe des Mittelkreises spielt jetzt nach links raus auf Sikur. Das kann ich bald im Schlaf aufbeten. Jetzt zu Schmidt, der wieder zurück zu Sikur. Und jetzt ist es vollbracht. Der Schiedsrichter pfeift zur Pause. Eine insgesamt um ein Tor zu hohe, aber verdiente Führung für die Germania aus Ratingen mit 2-0. Durch zwei schöne Tore von Carlos Pinnern. Ja, der KFC mit viel zu wenig Engagement, viel zu wenig Fußball. Hoffen wir mal, dass wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr zu sehen kriegen und wir vielleicht wenigstens noch einen Punkt hier mitnehmen können. Wir hören uns in 15 Minuten wieder. Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Die Spieler sind wieder auf dem Platz. Ratingen hat Anstoß. Ich will mal kurz den Blick schweifen lassen. Ich glaube, Jerome Manka spielt jetzt mit. Auf der linken Seite. Ja, wenn ich das richtig sehe, ist Walizikur in der Kabine geblieben. Manka jetzt direkt mit einem Ball auf die linke Seite. Auf Drevina, der Ball wird aber abgefangen von einem Ratinger und jetzt gibt es wieder einen schnellen Gegenzug. Aber Achenbach hat aufgepasst, kann den Ball ablaufen. So, für die Leute, die es interessiert, schnell die Halbzeitergebnisse von den anderen Plätzen. Tore Düsseldorf gegen Mönchengladbach 0:0. Duisburg gegen Oberhausen 2:0. Ratingen kennen wir ja. DSV Meerbusch gegen Schonnebeck 1:0. Bocholt gegen Schwarz-Weiß-Essen ebenfalls 1:0. Der VfR Krefeld-Fischeln führt 3:0 gegen Kapellen. Jan Hiesfeld 1:0 gegen Hönnepel und Hilden 1:0 gegen Düsseldorf-West. So, langer Ball der Uerdinger, jetzt abgefangen von den Ratingern, jetzt ein Abspielfehler. Schuss aufs Tor von Florian Abel, der auch auf dem Feld ist, sehe ich gerade. Mal eben schauen, wer dafür vom Platz gegangen ist. Kubo ist vom Platz. Kubo auch mit einer ganz schwachen Leistung heute. War eigentlich gar nicht da. Jetzt der KFC mit Drevina auf der rechten Seite. Spielt kurz zu Schmidt. Der versucht jetzt wieder Drevina rechts zu spielen. Der Ball kommt an. Grätsche eines Ratinger Abwehrspielers. Denker kann den Ball zur Ecke abfälschen. Es gibt die vierte Ecke für den KFC, wieder von der rechten Seite, ausgeführt von Pascal Schmidt, bietet sich Farian Kurz an, der Ball wird nach hinten gespielt, zu Gerstmann, der wieder zu Farian auf die rechte Seite, versucht jetzt Schmidt einzusetzen, Doppelpass mit Farian und Farian spielt den Ball genau in die Füße eines Ratinger Abwehrspielers, jetzt der schnelle Gegenzug, Keter Rudel, wird, es ist unglaublich. Eigentlich war der Angriff schon gestoppt, aber keiner der drei Uerdinger hat den Ball an sich genommen, sodass einer dazwischen spritzt. Viel Glück, dass der Ball dann in einem Uerdinger Abwehrbein hängen bleibt. Jetzt ein schöner Pass in die Mitte. Wieder die Ratinger im Angriff. Stehen jetzt auf Höhe des 16-Meter-Raums. Pass nach links, aber der Stürmer steht zum Glück im Abseits. Ja, die Abwehrleistung geht genauso weiter. Ein kleiner Hühnerhaufen ist das heute. Jetzt der Freistoß von Tana rübergespielt auf Achenbach, der auf der linken Seite zu Abel. Abel spielt kurz zu Farian, der will den Ball nicht haben, spielt direkt ab zu Elgut, kriegt den Ball aber auch direkt wieder. Seitenwechsel auf Gerstmann, der jetzt auf Höhe der Mittellinie spielt, die Linie lang auf Schmidt. Schmidt versucht einen Doppelpass mit Tecray. Tecray zum vierten Mal den Ball beim Doppelpass ins Ausgespielt. Einwurf von Ratingens Rott auf der linken Seite. Die Linie lang auf Pennern. Der kann den Ball aber nur ins Auslenken. Schmidt spielt den Ball jetzt. Wirft den Ball zu Gerstmann, der wirft ein. Zu Drevina. Versucht seinen Gegenspieler auszuspielen, aber der spielt den Ball wieder ins Tor aus. 5 Meter Raumgewinn jetzt in der Mitte der Ratinger Hälfte. Falscher Einwurf von Gerstmann, zum Glück nicht gepfiffen. Dani Rankel kann sich nicht durchsetzen und ein Ratinger kann den Ball wieder nach vorne rausschlagen. Laufduell jetzt zwischen Elgut und Keter Ruel. Schön durchgesetzt von Elgut. Kann den Ball zurück zu Tana spielen.
Oh, jetzt spielen die Oerdinger ein bisschen schneller nach vorne. Achenbach auf die linke Seite zu Abel. Der zu Farian, der spielt den Ball aber wieder zurück. Tekray jetzt in der Mitte, spielt nach links raus auf Schmidt, der wieder zurück zu Elgut. Elgut versucht jetzt mal den Pass in die Mitte zu Devina, der muss wieder abbrechen, spielt zurück zu Achenbach, der wechselt die Seite nach links auf Manka. Manka spielt zurück zu Farian, der spielt quer, jetzt stehen wir ungefähr 25 Meter vor dem Strafraum, rechte Seite, Schmidt am Ball, versucht auf die linke Seite Manka einzusetzen, jetzt ein Abpraller, schön gespielt von Farian auf die rechte Seite, Gerstmann ist jetzt am Strafraum, spielt zurück auf Drevina, der versucht zu schießen, aber bleibt in einem Abwehrbein hängen, jetzt nochmal Schmidt, schießt von der Strafraumkante, wieder in einem Abwehrbein hängen geblieben, weiter Schmidt an Ballbesitz, quer gespielt auf Tekray, Tekray jetzt zu Achenbach, der versucht den Ball reinzuflanken, Kopfballverlängerung von Dani Rankel ins Tor aus, keine Gefahr. Okay, kriegt da gerade einen Zettel zugeschickt. Onkel Leo grüßt Opa Kurt in Kleve und den 7 Tage alten Matteo, der in Düsseldorf geboren ist und hoffentlich KFC-Fan wird. Ja, von mir auch schöne Grüße und herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs. Den Zettel habe ich gerade von einem KFC-Fan aus Berlin zugesteckt bekommen. Machen wir doch gerne. So, Abstoß vom Ratinger Gehäuse. Lang ins Seitenaus gespielt. Einwurf für den KFC. Oh, jetzt haben sie mal ein bisschen weniger Zeit. Sie machen jetzt ein bisschen mehr Tempo. Scheint es dann doch ein kleines Donnerwetter gegeben zu haben in der Pause. Achenbach jetzt auf die linke Seite zu Manka. Abstimmungsproblem mit Abel. Der Ball geht ins Seitenaus. Ja, das haben wir heute ein bisschen zu häufig. Ständig laufen die angesetzten Spielzüge ins Leere. Angriff der Ratinger wird abgefangen. Farian in der Mitte spielt zurück auf Elgut. Elgut rechts raus auf Gerstmann. Der spielt jetzt lang die Linie auf Schmidt. Der hat aber nicht damit gerechnet, dass er durchkommt. Greift jetzt den Ratinger, der kann den Ball aber nach vorne schlagen. Gerstmann ist dazwischen, schlägt den Ball aber planlos in die Mitte, bekommt den Ball zurück und holt einen Einwurf für den KFC raus in der Mitte der Ratinger Spielhälfte. Gerstmann wie immer sehr engagiert. Kann man also vom Engagement heute auch nicht viel vorwerfen. Der Rest eher so 3 bis 4. Rating mit dem Versuch eines schnellen Gegenzugs. Der Ball geht aber ins Seitenaus wieder. Einwurf für Elgut auf Höhe der Mittellinie. Wirft den Ball zurück zu Achenbach, der wechselt die Seite rüber zu Manka. Manka jetzt mit Zug nach vorne versucht, Rankel einzusetzen. Da sprintet wieder ein Ratinger dazwischen. Der Ball landet wieder hinten bei Achenbach. Jerome Manka bietet sich wieder an. Spielt seinen Gegenspieler aus, kann sich jetzt mal durchsetzen, läuft in der Mitte. Versucht durchzustecken, wieder einer dazwischen. Achenbach mit dem Ball auf die rechte Seite zu Gerstmann. Gerstmann zieht wieder in die Mitte. Versucht Drevina in der Mitte anzuspielen, aber wieder ist Denker dazwischen und schlägt den Ball weit nach vorne. Der geht frei durch bis zur Tana. So, jetzt machen wir ein bisschen mehr Druck. Hat den jetzt nur noch mit Befreiungsschlägen. Wenn wir so weiterspielen, sieht das schon ein bisschen besser aus. Schöner Ball jetzt von Abel links raus auf Drevina. Drevina mit der Zeit kann flanken. Rankel kommt aber nicht an den Ball, mit dem Kopf rausgeschlagen erstmal. Tekray kann den Ball 20 Meter vor dem Tor abfangen und spielt wieder nach links raus. Wieder ein flacher Ball in den Strafraum, abgewehrt von Ratingen. Gegenzug über die linke Seite, Keita Ruel, jetzt 3 gegen 3. Linie lang gelaufen. Laufduell zwischen Elgut und seinem Gegenspieler. Elgut wird gefoult. Es gibt Freistoß für Oerdingen. Ja, wenn wir so weiterspielen, dann werden wir auch zu Torchancen kommen. Schnell spielen, nicht immer das Tempo verschleppen.
Abel jetzt auf der linken Seite, angespielt von Achenbach, versucht einen Diagonalball auf Schmidt, der kommt aber nicht an. Ratigen wieder dazwischen und versucht von hinten neu aufzubauen. Wird aber jetzt schneller angegriffen von den Uerdingern. Und dann weiß er auch nicht, wohin damit. Und der Ball landet erstmal im Tor aus. Einwurf für Ratingen, die jetzt auch zum ersten Mal wechseln werden. Zweiten Halbzeit jetzt gespielt. Uerdingen durch die Reinnahme von Manka haben wir jetzt auf der linken Seite ein bisschen mehr Alarm. Aber bisher auch noch keine zwingenden Sachen rausgekommen. Jetzt zieht es sich wieder zu, es wird gleich wieder anfangen zu regnen. Jetzt geht der Ruhe am Ball. Versucht den Ball über den eigenen Kopf zu spielen, der landet aber wieder nur bei Achenbach. Jetzt fängt es wieder tierisch an zu regnen. Links raus auf Abel, der Versuch, Manka mitzunehmen. Der spielt ihn aber viel zu weit nach hinten in die Füße eines Ratinger Abwehrspielers. Der läuft jetzt in den Uerdinger Strafraum, spielt sich gegen zwei Gegenspieler durch. Und dann kann Techrider dazwischen gehen, spielt den Ball auf Schmidt, der jetzt schnell nach links raus auf Abel. Abel jetzt mit viel Platz auf der linken Seite, läuft 20, 30 Meter durch das Mittelfeld. Jetzt sind wir im Strafraum angelangt. Linke Seite, Drevina versucht reinzuspielen, bekommt den Ball wieder zurück. Nochmal die Flanke auf den Elfmeterpunkt. Wieder nur auf einen Ratinger, der mit dem Kopf raus. Techrider jetzt am Höhe der Strafraumgrenze versucht zu schießen. Geblockt von einem Ratinger-Spieler. Der Ball geht auf der rechten Seite ins Seitenaus. Schmidt auf Farian. Farian wieder zurück zu Schmidt, der in die Mitte zu Achenbach. Der wird jetzt angelaufen vom Ratinger Gegenspieler, spielt links raus auf Manka. Manka mit einem kurzen Ball auf Drevina. Der wieder zurück zu Manka. Jetzt wieder Achenbach am Ball. Der läuft jetzt Richtung Tor. An die Strafraumgrenze, kurzer Pass auf Rankel. Der versucht sich durchzusetzen. Kann der Ratinger nur auf die linke Seite spielen. Ja. Drevina kommt an den Ball, versucht aufs Tor zu schießen und der Ball landet einen Meter neben der Eckfahne im Seitenhaus. Die Ratinger jetzt mit viel, viel Zeit. Das kennen wir schon in der zweiten Halbzeit. Einwurf jetzt. Schmidt versucht den Ball zu erobern. Der Ratinger kann den Ball aber erstmal wegschlagen. Da steht aber nur Achenbach auf der Mittellinie. Der spielt wieder quer auf Manka. Manka zu Abel. Der kriegt den Ball wieder zurück. Der weiß jetzt wieder nicht wohin damit. Spielt wieder nach hinten auf Achenbach, der mit dem Seitenwechsel zu Gerstmann. Jetzt an die rechte Seitenlinie, Mitte Ratinger Hälfte. Wieder nach hinten orientiert. Zurückgespielt zu Elgut, der wieder auf Achenbach. Achenbach jetzt nach vorne gespielt. Da steht keiner in die Ratinger Abwehrbeine. Aber die Ratinger wissen jetzt auch nicht mehr so genau, was sie machen sollen. Schlagen den Ball nur noch nach vorne. Stehen jetzt dann doch ein bisschen unter Druck. Wird jetzt aber auch mal Zeit, da eine Torchance rauszuholen. Torchancen sind absolute Mangelware. Elgut jetzt wieder mit dem Querpass auf Achenbach, der zu Farian. Der versucht jetzt auf der linken Seite mal ein paar Meter Raum zu gewinnen. Hat da auch 10 Meter gewonnen, dreht sich dann rum und spielt den Ball wieder zurück auf Manka. Manka spielt den Ball wieder zurück auf Achenbach. Raumgewinn wieder vorbei, der wieder zu Elgut. Elgut mit einem kurzen Pass auf Techrey. Techrey jetzt in den Strafraum auf den Elfmeterpunkt auf Rankel. Der versucht sich mal vorzulegen. Es hat nicht ganz geklappt. Dann wieder dazwischen gegangen von Abel. Abel kann sich nicht durchsetzen gegen seinen Gegenspieler. Der spielt den Ball wieder links ins Seitenaus. Angriff erstmal wieder gestoppt. Einwurf zurückgespielt auf Elgut, der wieder an der Mittellinie quer zu links durchkommt. Bleibt hängen. Dinger mit einem schnellen Gegenzug. Gut aufgepasst hinten von Elgut.
der dazwischen läuft. Jetzt Abel auf der linken Seite mit ein bisschen Platz. Kriegt den Ball wieder in einem körperlichen Zweikampf abgenommen. Und dann hat sich Farian wieder regelwidrig eingesetzt. Es gibt einen Freistoß in der Mitte der Ratinger Spielhälfte für die Germania. Weit auf die linke Seite rausgespielt. Gerstmann mit einem Stellungsfehler. Der Spieler kann den Ball reinbringen. Da rutscht Elgut dazwischen und fasst ein Eigentor. Aber in der Mitte gab es ein Foulspiel an Achenbach, sodass wir weiter im Ballbesitz bleiben. Freistoß für den KFC von der Strafraumgrenze. Tana jetzt kann niemanden anspielen. Jetzt noch links raus auf Abel, der Probleme den Ball anzunehmen. Legt sich den Ball wieder zu weit vor Richtung Tana. Der kann den Ball nur nach vorne schlagen. Der kommt sofort wieder zurück. Rating wieder im Angriff. Gut dazwischen gegangen jetzt von Gerstmann. Ein Attack-Ray war es. Der bietet sich auf der rechten Seite direkt wieder an. Manka setzt ihn jetzt ein und spielt ihm den Ball so in die Füße, dass er den nicht kontrollieren kann. Ja, wäre er durch gewesen. Schade. Spielt sich Rating den Ball im Dreieck über der Mittellinie hin und her. Schmidt geht jetzt dazwischen und fährt den Ball in Seiten aus. Einwurf für Rating. Mann, ist das kalt heute. Das ist wirklich kein Vergnügen, hier zu sitzen. Aber immerhin hat das Tempo jetzt, das Spiel jetzt ein bisschen mehr Tempo aufgenommen. Achenbach treibt den Ball jetzt durchs Mittelfeld. Kurzer Ball auf Farian. Der wird gefoult. Freistoß in Höhe der Mittellinie. Schnell ausgeführt auf Berliner, der steht jetzt Mitte der Ratinger Hälfte. Weiß nicht wohin, spielt wieder zurück auf Tekray. Tekray zurück zu Elgut, der nach links raus auf Achenbach. Achenbach jetzt ein bisschen Platz auf der linken Seite, spielt Schmidt an. Der versucht mit der Hacke Ranke in der Schnittstelle einzusetzen. Der landet aber wieder nur bei Denker. Kapitän Denker hinten, ein Funkturm in der Ratinger Abwehr, so einen könnten wir auch mal gebrauchen. Der räumt alles ab, was kommt. Schön gespielt von Tekray auf die linke Seite, rüber zum Manka. Der spielt den Ball aber wieder zurück zu Achenbach. Der wechselt die Seite, rechte Seite. Schmidt jetzt in Höhe der Mittellinie, läuft auf seinen Gegenspieler zu, spielt auf der Seitenlinie Gerstmann an. Gerstmann jetzt zieht wieder nach innen. Schöner Pass auf Trevina, der versucht sich den Ball vorzulegen, aber etwas zu weit. Torwart kommt raus und kann den Ball ablaufen. Tja, ab dem 16er ist bei uns Schluss, da fällt uns nicht mehr viel ein. Merkt man doch deutlich, dass Pagano heute fehlt. Unsere starke rechte Seite heute absolut schwach. Schmidt spielt jetzt hier auf der rechten Seite, aber da kommt nicht viel. Farian jetzt in Höhe der Mittellinie, Doppelpass mit Drivina. Tekray am Ball, jetzt spielt raus auf Schmidt, der mit einem Flankenball auf den Elfmeterpunkt, da steht aber kein Mensch. Versucht den Ball rauszuspielen, da läuft Abel dazwischen, kann den Ball aber nicht erobern. Und jetzt gibt es einen langen Ball auf Keteruel, der ist aber zu lang, den kann Tana abfangen. Ja, Rating weiß nicht mehr so genau, wo ihm der Kopf steht. Die stehen jetzt schon unter Druck und sie können sich nicht mehr befreien, außer mit langen Bällen, die sofort wieder zurückkommen. Aber eine zwingende Torchance haben wir trotzdem noch nicht gesehen. Jetzt ist Ranke in der Mitte der Ratinger Hälfte am Ball, spielt zu Tekray raus. Der versucht sich gegen seinen Gegenspieler durchzusetzen und spielt den Ball nach rechts zu Gerstmann. Aber was soll ich sagen, er spielt den Ball wieder ins Tor aus. Spielen die Ratinger wieder auf Zeit. Der Ball ist eigentlich schon wieder auf dem Feld, aber der Ratinger hat den natürlich nicht gesehen und will einen neuen holen. Jetzt bequemt er sich doch zum Einwurf, wirft lang die Linie ein auf Penan, der zu Keteruel, der wieder zu Penan. Der stand aber im Abseits. Tekray auf Schmidt, der jetzt rüber zu Achenbach. Der versucht auf der linken Seite Manka einzusetzen. Da sprintet aber ein Ratinger dazwischen, der ist mit viel Platz auf der rechten Seite.
spielt einen Doppelpass mit seinem Spieler, ist durch, kann jetzt reinflanken. Hinten auf den 5-Meter-Raum steht ein Ratinger ganz alleine, ein Tick zu weit. Sonst hätte er den nur noch einigen brauchen. Und da rettet er ihn jetzt vor dem Tor aus für Elgut. Elgut kann den Ball aufnehmen, spielt den Ball in die Mitte, in die Füße eines Ratingers. Der KFC kann den Ball aber wieder zurückerobern. Jetzt auf der linken Seite Abel. Spielt kurz zu Farian, der nach rechts zu Tekroy, der jetzt an die Seitenlinie rechts zu Gerstmann. Gerstmann mit einem schönen Pass auf Drevina, der kann sich gegen seinen Gegenspieler durchsetzen. Spielt es auf den 11-Meter-Punkt zurück zu Tekroy, der schießt sofort und ein Kullerbällchen, den der Torwart ohne Mühen aufnehmen kann, aus ungefähr 11 Metern Entfernung. Na, sagen wir mal, das war die erste Torchance für den KFC durch Tekroy. Da hat der Ratinger Torwart aber nur müde gelächelt. Aber Ballbesitz jetzt für Rating in der eigenen Hälfte. Schmidt läuft den Gegenspieler an, der kann aber zu Keteruel spielen. Der versucht mit der Hacke den Gegenspieler den einzusetzen, hat aber nicht funktioniert. Er hat Elgut wieder gut aufgepasst. Jetzt Drevina in der Höhe der Mittellinie, spielt den Ball jetzt weit rüber auf Achenbach. Der versucht jetzt links Manka einzusetzen, der steht aber eigentlich abgedeckt. Kurzer Ball auf Abel, der wieder zurück auf Farian. Ja, wer den Ball kriegen sollte, weiß ich auch nicht so genau. Abgewehrt von einem Ratinger auf Manka, der spielt in die Mitte zu Drevina, der wieder zurück auf Manka. Der kann jetzt Farian einsetzen, der steht ungefähr 30 Meter von dem Tor, nach rechts raus auf Gerstmann. Gerstmann jetzt mal mit Platz auf der rechten Seite, schöne Flanke an den 5-Meter-Raum und Rankel kann den Ball leider nicht drücken. Köpft den Ball übers Tor, so wir nähern uns dem Tor langsam. Zwei Mini-Chancen in der zweiten Halbzeit, das ist schon 200% mehr als in der ersten. Ranke kam da zum Kopfball am 11-Meter-Punkt, kann den Ball aber nicht mehr drücken. Er geht ungefähr 3 Meter übers Tor. Abstoß jetzt von Dennis Raschke vom Ratinger Tor auf den Kopf von Farian, der verlängert nach hinten. Manka kann den Ball erlaufen, spielt die Seitenlinie lang auf Abel. Der versucht zu verlängern, aber das war nur ein imaginärer Mitspieler, den er da einsetzen wollte. Ball kommt zurück in die Uerdinger Reihen, Freistoß jetzt nach einem Foul von Keteruel an Achenbach. Der spielt jetzt Farian an, der versucht auf der rechten Seite. Gerstmann spielt den schlecht an, den kann er nicht richtig kontrollieren. Da hat er noch das Beste draus gemacht. Kann Schmidt anspielen, der spielt den Ball die Linie lang auf Tekroy. Aber Rott sprintet dazwischen und knolzt den Ball hier auf die Tribüne. Wir haben jetzt Einwurf ungefähr auf Höhe der Strafraumkante, rechte Seite durch Schmidt. Er wirft den Ball jetzt auf ein Ratinger Kopf. Die setzen direkt zum Gegenzug an. Jetzt ein Laufduell zwischen Achenbach und der Nummer 7. Achenbach verliert den Ball. Tana kommt aus seinem Gehäuse raus in neuer Manier. Mitte der eigenen Hälfte und schlägt den Ball weg. Sonst wäre der Ratinger alleine vor ihm gewesen. Aber Ratinger immer noch im Ballbesitz. Ball ist noch heiß. Jetzt ist der Ball wieder in Höhe der Mittellinie. Denker jetzt mit einem Ball nach vorne. Genau in die Füße von Gerstmann. Tekroy in der Mitte. Wieder mit einem planlosen Ball, der wieder nur in den Ratinger Füßen landet. Rating schlägt den Ball aber nur noch planlos nach vorne. Versuchen jetzt mit langen Bällen vorne Keteruel oder Penan bei einem Konter einzusetzen. Jetzt Foulspiel von Penan an Drevina. Höhe des Mittelkreises. Schmidt direkt ausgeführt rüber zu Achenbach. Der spielt jetzt nach links raus auf Manka. Manka sitzt jetzt mal an, spielt sein Gegenspiel aus, zieht in die Mitte. Schöner Pass, aber etwas zu lang auf Abel. Wieder ein Ratinger dazwischen, aber Achenbach sprintet wieder in den Ball rein, spielt in die Mitte auf Farian. Farian versucht einen kurzen Ball zu spielen, der wird abgefangen. Jetzt gibt es wieder einen Konter, linke Seite. Keteruel ganz alleine ohne Gegenspieler läuft er Richtung Tor. Ist jetzt schon im Strafraum, wird jetzt angegriffen, volles Tor!
3:0. Da ist der Konter, den ich eben angesprochen habe. Langer Ball nach vorne, Ketahuel läuft alleine aufs Tor zu, wird auch ein bisschen spät angegriffen, als Elgut ihn angreift. Kleiner Schlenzer über Tana. Sah auch nicht ganz unhaltbar aus, aber da will ich ihm keinen Vorwurf machen. Traurig aber war, 3:0 für die Germania aus Ratingen. 20 Minuten vor Spielende, 70. Minute. Ja, macht doch richtig Spaß hier heute, bei gefühlt minus 5 Grad. Tja, Uerding zwar mit mehr Druck, aber völlig ungefährlich eigentlich. Ratingen nutzt jede Chance. KFC natürlich ein bisschen aufgemacht jetzt, aber das darf auch nicht passieren. Jetzt Angriff über die linke Seite, Manka versucht zu flanken, aber wieder nur in einen Ratinger Abwehrbein. Der nächste Konter auf Ketahuel, abgelaufen von Elgut. Parian im Ballbesitz jetzt, spielt auf die rechte Seite zu Gerstmann raus, der weiß wieder nicht, wohin mit dem Ball, spielt wieder zurück zu Parian. Zu Tekray. Tekray versucht Gerstmann zu schicken, aber da kommt er nicht dran. Der Ball geht ins Tor aus. Harmlos, harmlos. Abstoß vom Ratinger Gehäuse. Tja. Ich denke mal, in der Rückrunde werden wir wohl nicht über den 10. Platz hinauskommen in der Endabrechnung, wenn das so weitergeht. Einwurf von Gerstmann in Mitte der eigenen Hälfte, in die Mitte zu Achenbach. Ja, jetzt ist wieder die Luft raus, jetzt ist wieder kein Tempo mehr drin. Jetzt spielen sich die Bälle da wieder hin und her. Abel, Standfußball in die Mitte zu Farian. Farian zu Schmidt, der wird von drei Leuten angegriffen, kann sich aber behaupten. Spielt den Ball zurück zu Elgut. Der wieder quer auf Achenbach. Steht Gerstmann auf der rechten Seite ganz alleine, er könnte ihn einsetzen, den sieht er aber nicht. Jetzt links auf Manka, der läuft schön durch, spielt zurück zu Drevina, der schon am 5-Meter-Raum Querpass dazwischen gekommen, von einem Ratinger zur Ecke gelenkt. Fünfte Ecke für den KFC von der linken Seite, aber große Hoffnung habe ich da auch nicht, wenn man sich überlegt, wie gefährlich unsere Eckstöße in letzter Zeit waren. Ja, 20 Minuten Zeit bleiben uns noch, um hier ein bisschen Ergebniskosmetik zu produzieren. Jetzt spielt Farian den Ball bei der Ecke rein. Auch schon bezeichnend. Farian jetzt mit dem Ball Richtung 11-Meter-Punkt ausgeköpft. Versuch eines Konters, abgefangen von Schmidt. Schmidt jetzt, schöner Pass auf Abel, der steht auf Höhe des Strafraums, spielt den Ball zurück an den Elfmeterpunkt. Schuss von Farian. Die erste richtige Torchance, gehalten von Raschke und dann von einem Ratinger Gegenspieler zur Ecke gelenkt. Schöner Schuss von Farian, letztendlich aber genau auf Mann. Der erste Torschuss der Uerdinger in der 72., 73. Spielminute. Das sagt alles aus heute. Farian erobert den Ball, schöner Ball auf die rechte Seite raus zu Schmidt. Der versucht drauf zu schießen, bleibt wieder in den Ratinger Abwehrbeinen hängen. Nochmal Schmidt in die Mitte zu Abel. Aber Abel geht dem Ball nicht entgegen und kommt nicht an den Ball ran. Achenbach spielt den Ball zurück zum Torwart. Der nach links raus auf Manka.
Linksverteidigerposition jetzt. Spielt seinen Gegenspieler aus und dann in die Mitte zu Achenbach. Achenbach treibt den Ball jetzt durch die Mitte. Spielt jetzt nach rechts raus auf Gerstmann, der an der Seitenlinie zieht, aber sofort wieder nach innen. Versucht Tekrai einzusetzen. Zu lang ins Tor aus. Ja, eher sehen wir hier noch ein 4-0 als ein 3-1, da bin ich mir ziemlich sicher. Abstoß vom Ratinger Gehäuse. Weit in die Uerdinger Hälfte, Kopfballverlängerung. Penan kann den Ball nicht erobern gegen Schmidt. Er spielt den Ball zurück zu Gerstmann. Erstmal jetzt zu Tekrai, Tekrai zurück zu Elgut und jetzt auf die linke Seite rausgespielt zu Achenbach. Der hat jetzt mächtig Platz, aber keine Anspielstation. Es bietet sich niemand an. Da ist der Ball auch schon wieder weg. Rating wieder in Ballbesitz. Und Farian kann den Angriff abfangen. Dringt jetzt in die Ratinger Hälfte ein, auf die rechte Seite rüber. Spielt Schmidt an, Schmidt zieht wieder in die Mitte, Gerstmann bietet sich lang die Linie an, bekommt jetzt den Ball, kann er flanken, ja. Lang auf den 5-Meter-Raum, schön, den hat Tekrai runtergeholt. Braucht ihn nur noch querspielen und rutscht beim Versuch des Querspielens aus und schlägt den Ball damit ins Tor aus. Ja, eine Szene bezeichnend für dieses Spiel. Lange Flanke von Gerstmann. Der Ratinger Spieler springt unter den Ball durch. Dahinter steht Tekrai, kann den Ball runterholen und versucht den Ball dann quer in den 5-Meter-Raum auf Franke zu legen, aber rutscht aus, tritt sich den Ball selber vor die Füße ins Tor aus. So dass es einen Abstoß vom Ratinger Kasten gibt. Kopfballduell hat jetzt Abel gedrückt. Es gibt einen Freistoß für die Ratinger genau auf der Mittellinie. 12 Minuten vor Schluss. Es gibt nochmal eine Diskussion zwischen Keter Well und dem Schiedsrichter. Und jetzt kann der Freistoß ausgeführt werden. Quer auf die linke Seite, auf Rott. Er spielt den Ball lang die linke Seite auf einen Ratinger. Der kann den Ball reinbringen in die Mitte. Jetzt auf Höhe des F. Setzt er sich gegen Farian durch. Schießt, aber Tana kann den Ball halten. Mein Gott, das kann nicht wahr sein. Was ist das für ein Zweikampfverhalten im Strafraum? Kann der Gegenspieler den Ball locker runterholen, spielt Farian einmal aus, steht dann vor dem Tor und kann aber keinen Druck hinter den Ball bringen. Jetzt der KFC über die rechte Seite mal. Schmidt an seinem Gegenspieler vorbei, zieht jetzt in den Strafraum. Pass auf Drevina, Drevina moniert, er wäre gefoult worden im Strafraum. Hat aber außer ihm keiner gesehen. Raschke kann den Ball aufnehmen. Macht jetzt einen Abschlag aus der Hand auf die rechte Seite Richtung Nummer 7. Der kann sich aber nur mit einem Foul durchsetzen. Manka bekommt einen Freistoß zugesprochen. Jetzt gibt es die zweite Auswechslung bei Rating. Ja, ich nehme an, ihr habt es mitgehört. Das brauche ich nicht zu wiederholen. Ist auch relativ uninteressant fürs Spiel. Rankel jetzt setzt auf der linken Seite Abel ein. Abel spielt den Ball aber wieder zurück zu Farian. Farian jetzt mit einem Seitenwechsel auf Gerstmann, der jetzt auf Höhe des Strafraumecks. Rott springt wieder dazwischen und spielt den Ball ins Tor aus, ins Seitenaus. Einwurf für den KFC. Rechte Seite, Höhe, Elfmeterpunkt. Ja,
Erstmann jetzt kurz auf Trevina, der setzt sich gegen seinen Gegenspieler durch, bringt den Ball in den Strafraum. Tekrar versucht seinen Gegenspieler da auszuspielen, bleibt dabei hängen. Abgefangen wieder von Farian. Jetzt erstmal wieder zurück zur Mittellinie auf Achenbach gespielt. Er versucht seinen Gegenspieler auszuspielen, kommt an Penan vorbei, spielt dann Abel an. Abel in der Mitte, ungefähr 25 Meter vor dem Tor, läuft jetzt quer, spielt wieder rechts raus auf Gerstmann. Er schießt seinen Gegenspieler an, kann ihn jetzt ausspielen, zieht in die Mitte und spielt wieder zurück zu Farian, der nach links raus zu Achenbach. Achenbach 10 Meter vor dem Strafraum, nach links zu Manka. Manka flankt ins Niemandsland, rüber auf die rechte Seite, kann Gerstmann wieder drankommen, schickt jetzt rechts Trevina und wieder ist es Rott, der den Ball zur Ecke lenkt. Sechste Ecke für den KFC. Wieder Pascal Schmidt von der rechten Seite. Und ich bin mir sicher, dass auch diese Ecke wieder nichts einbringen wird. Es sind auch nur drei Uerdinger im Ratinger Strafraum. Ich frage mich, wer das Tor machen soll. Ja, Kopfball von Denker weit aus dem Strafraum raus. Tja, hat so ein bisschen den Anschein, als hätten einige Spieler hier keine Lust. Versuchen jetzt nur noch, das Spiel rumzukriegen. Achenbach jetzt wieder in der Mitte am Ball, kurz gespielt auf Abel, der wieder zurück zu Achenbach. Jetzt Farian mit einem Kurzball, Doppelpass mit Schmidt. Schmidt auf Abel, rechte Seite steht jetzt Gerstmann frei, kann den Ball flanken, kriegt dann rein, flankt den Ball auf Rankel, dahinter steht Manka, kommt aber nicht an den Ball. Er kommt aber nochmal dran. So, das Spiel zurück zu Achenbach, der flankt nochmal in den Strafraum, da kann keiner rein. Kopfballabwehr der Ratinger, landet bei Gerstmann, der flankt den Ball nochmal auf den Elfmeterpunkt. Kopfball von Rankel, abgefälscht von einem Ratinger Kopf zur Ecke. Nächste Ecke von der rechten Seite, diesmal wird Trevina den Ball reinbringen. Ball viel zu kurz. Wieder kann Denker den Ball rausschlagen. Da steht Manka 25 Meter vor dem Tor, chippt den Ball in die Mitte. Da steht wieder nur Denker, der schlägt den Ball wieder raus. Abel verliert den Ball jetzt. Und Einwurf für die Ratinger. Ja, jetzt ist die Luft raus. Uerdingen kann überhaupt kein Engagement mehr. 8 Minuten haben wir noch, dann haben wir es hinter uns. Rott jetzt wieder auf der rechten Uerdinger Angriffsseite beim Einwurf. Schlägt den Ball, wirft den Ball weit auf Keta Ruel, der kommt nicht dran. Rewina kann den Ball erobern auf der rechten Seite, verliert ihn aber auch direkt wieder. Jetzt Keta Ruel mit der Hacke weitergeleitet zu seinem Gegenspieler ins Seitenauswehr. Ja, der übertreibt es jetzt auch ein bisschen mit seiner Hacke. Erstmal beim Einwurf zurückgeworfen auf Elgut. Der passt wieder quer zu Achenbach und der spielt jetzt nicht zurück zum Torwart, dreht sich wieder rum. Auf Rankel, der ist jetzt mal weit zurückgekommen, um sich den Ball zu holen. Hat aber wieder keine Anspielstation, spielt wieder zurück auf Achenbach. Der versucht auf der linken Seite Manka einzusetzen und schlägt den Ball wieder ins Tor aus, ins Seitenaus. Einwurf für die Germania aus Ratingen, ja. Es läuft sich auch niemand warm bei Uerdingen. Wird auch keiner mehr kommen. Auch ein bisschen seltsam. Ja, Ratingen kann zufrieden sein. Mit diesem 3-0 dürften sie den Klassenerhalt aber so gut wie sicher haben. Wir sind ein dankbarer Gegner in dieser Saison. Jetzt kann sich Gerstmann schön gegen seinen Gegenspieler auf der rechten Seite durchsetzen. Wird dann festgehalten nochmal, hat der Schiedsrichter nicht gesehen und musste abbrechen und spielt den Ball wieder zurück. Jetzt ist der Ball wieder auf der linken Seite bei Achenbach. Der hat wieder keine Anspielstation, spielt wieder zurück auf Farian. Farian läuft jetzt 40 Meter vor dem Tor quer auf die rechte Seite. Zu Trevina, Trevina zu Gerstmann. Er spielt seinen Gegenspieler aus. Doppelpass mit Schmidt. Etwas zu kurz. Und Denker kann den Ball wieder zur Ecke ablenken.
Wieder Ecke von der rechten Seite für den KFC. Ja, in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr Druck vom KFC, aber viel zu wenig zwingend. Und viel zu wenig Spielzüge. Ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, man hat wirklich den Eindruck, die Mannschaft ist die ganze Saison überhaupt nicht eingespielt. Kein blindes Verständnis. Und ohne Pagano und Hirsch auf der rechten Seite. Das ist richtig auffällig. Jetzt kommt der Eckball rein an Freund und Feind vorbei. Achenbach fängt den Ball auf Höhe des Strafraums an und versucht auf der linken Seite Abel einzusetzen. Aber spielt den Ball ins Tor aus. Die Ratinger holen jetzt noch ein bisschen Zeit mit ihrer dritten Einwechslung. 85 Spielminute. Herzlichen Dank an unsere Nummer 9. Carlos Penan verlässt den Platz nach seinen zwei Treffern in der ersten Halbzeit. Ersetzt wird unsere Nummer 12, Nico Rimacek. Kann jetzt unter seine verdiente Dusche gehen. Abstoß vom Ratinger Gehäuse. 5 Minuten Vorschluss. Weit auf die linke Uerdinger Seite gespielt, abgefangen von Elgut. Jetzt zu Achenbach. Achenbach spielt auf Dani Rankel, der wird einfach umgestoßen von seinem Gegenspieler. Es gibt einen Freistoß, den spielt Abel schnell auf die rechte Seite. Schön auf Gerstmann. Gerstmann ist schon auf Höhe des Strafraum-Ecks. Hat jetzt einen Gegenspieler, muss kurz abbrechen, spielt zurück auf Schmidt. Und Schmidt spielt wieder nach hinten zu Farian. Farian wieder zum Strafraum auf Drevina. Drevina zurück. Jawohl. Zurück auf Farian. Der wird gelegt. Und bekommt vom Schiedsrichter jetzt eine gelbe Karte für eine Schwalbe. Also eine Schwalbe war es mit Sicherheit nicht. Das war eigentlich ein Freistoß 20 Meter vor dem Tor. Schiedsrichter stand aber direkt daneben, hat die bessere Sicht. Gibt Farian eine gelbe Karte für eine Schwalbe. Abel beschwert sich jetzt beim Schiedsrichter ein bisschen zu lautstark und wird jetzt vom Schiedsrichter zurückgeholt. Gucken, was jetzt kommt. Beschwert sich immer noch. Bekommt jetzt die gelbe Karte. Meckert immer noch weiter. Jetzt kurz vor der roten Karte. Hört nicht auf zu mosern. Jetzt geht er weg und beruhigt sich ein bisschen. Freistoß für Rating. Ja, Galgenhumor bei den Uerdinger Fans, die jetzt zu Gesängen ansetzen. Langer Ball auf die linke Abwehrseite von Elgut abgefangen. Und vom Ratingen ins Seitenaus geschossen. Einwurf von Gerstmann in der eigenen Hälfte zurück zu Elgut. Der wird direkt angegriffen. Spielt jetzt zu Gerstmann. Der wird aber von dem Ratinger Spieler gefoult. Es gibt einen Freistoß, schnell ausgeführt, wieder von Schmidt. Jetzt ist ein bisschen zu spät, jetzt ein bisschen Tempo zu machen. Schön von Achenbach auf die linke Seite. Manka jetzt mit viel Platz auf der linken Seite, bricht aber wieder ab. Zieht jetzt in die Mitte, spielt Drevina an, der kommt aber nicht an den Ball. Jetzt mit einem langen Ball auf die linke Seite zu Gaetaruel. Der steht diesmal für mich nicht im Abseits, wird aber diesmal zurückgewunken. Konnte man nicht genau erkennen, ob er noch in der eigenen Hälfte gestartet war oder nicht. Freistoß für den KFC. Gerstmann. Spielt Tigray an. Der bekommt einen Freistoß. In Höhe der Mittellinie spielt jetzt zu Elgut. Elgut mit einem Fehlpass. Kriegt den Ball aber direkt wieder. Achenbach jetzt nach links raus zu Abel. Und Abel mit einem Querpass in die Mitte zurück zu Elgut. Elgut jetzt ohne Anspielstation, spielt zu Schmidt, der zu Tigray, der versucht Schmidt nochmal einzusetzen. Den läuft Denker aber problemlos ab und schlägt den erstmal die Linie lang ins Seitenhaus. Ja, man kann nur hoffen, dass das Spiel so schnell wie möglich vorbei ist. 2 Minuten haben wir noch. Drevina
Tecray und Gerstmann im Verbund erobern sie den Ball. Gerstmann mit einer Flanke in die Mitte. Abel versucht den Ball runterzuholen, verliert den Ball aber. Langer Schlag auf Achenbach direkt wieder nach links raus zu Manka. Der spielt zwei Gegenspieler aus. Am dritten bleibt er hängen. Und jetzt erlöst uns der Schiedsrichter und pfeift das Spiel ab. Der KFC verliert das 29. Saisonspiel mal wieder mit 3:0 durch zwei Tore von Pinnan, ein Tor von Caterwell. Nächstes Spiel haben wir nächste Woche am 1. Mai. Dann wieder ein Heimspiel. Wer es sich antun möchte, wir hören uns nächste Woche dann wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bleibt sauber, euer KFC.